Sascha, weil ich will die Sascha-Video sehen. Da geht's um Brazilian Butt Booty. Wie heißt das? Brazilian Butt? Da geht's um Brazilian Butts. Sascha. People. Hey. Hey, People. People. Es ist Sonntag, 18 Uhr. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Video mit eurem Girls. Sascha. Manche von euch werden sich fragen, wo habe ich denn gesteckt letzte Woche? Dazu kann ich nur eins sagen. Folgt mir auf Instagram. Da kommt immer... Ja, die war, letzte Woche war ja mein Geburtstag, deswegen, natürlich hat die da kein Video rausgebracht, weil es ist ja, praktisch gesetzlicher Feiertag, wenn ich Geburtstag habe. Mann, ist doch völlig klar. Sorry, wenn ein Video nicht kommt. Wie heißt das? Ah, Brazilian Butt Lift. Lifting. Aber dann habt ihr trotzdem ein schönes... Wir wissen Bescheid, worum es geht. Wir wissen Bescheid. Wir können erahnen, worum es geht. Das Foto von eurem Girl, Sascha. Ja! Viele von euch werden wahrscheinlich schon mal drüber nachgedacht haben, einen ästhetischen Eingriff vornehmen zu lassen. Und viele werden bestimmt über eine Möglichkeit nachgedacht haben. Und zwar, das Ganze im Ausland vornehmen zu lassen. Der Medizintourismus im Ausland ist mittlerweile so stark etabliert, dass mittlerweile sogar Influencer für bestimmte Kliniken in Ländern wie der Türkei Werbung machen. Beispielsweise im Bereich der Zahnmedizin, der Haartransplantation oder sei es der große Po, der Traum vom großen Po. Wow. Das ist das, wovon Martin Luther King sprach. I have a dream. And I have my consultation for my BPS surgery. I'm super excited. Und ey. Weiß ich nicht. Das alles gepaart mit einem erholsamen Urlaub. Ich meine, kann man sich was Besseres vorstellen? Doch ist es wirklich so? Kann mir einiges. Einiges Besseres vorstellen, als dass ich irgendwie Shit in meinen Butt kriege. Also, dass man mir irgendwie Stuff in meinen Butt packt, da kann ich mir einiges Schöneres vorstellen. So einfach, wie es dargestellt wird, das schauen wir uns heute an in einem neuen Video von eurem Girl. Sascha! Ja, Leute, wisst ihr, letzte Woche kam ja kein Video, deswegen muss ich jetzt einfach ganz oft meinen Namen erwähnen, damit ihr wieder reinkommt. So, Hände auf den Tisch? Meine Hände sind auf dem Tisch, du siehst sie aber nicht. Guck! Vergesst, wer ich bin, ne? Vergesst das nicht, Alter. Seit wann sind OPs im Ausland? Ist das eigene Fett? Ach, das eigene Fett wird in den Butt gespritzt? Ach, stimmt, sonst wäre es ja irgendwie ein Fremdkörper oder so. Ah, das ist ja dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Könnte man meinen. Also, dass es aus dem Bauch oder so oder aus, weiß ich nicht, wo man Fett verlieren möchte, rausgenommen wird und dann in den Butt hineingegeben wird. Eigentlich so beliebt. Also ich glaube, Tschechien hatte seinen Boom hinsichtlich Schönheits-OPs in den 90er Jahren. Das heißt, es ist also nichts ungewöhnliches. Da sind schon Leute dran gestorben. Ja, ich glaube, die Sterberate beim Brazilian Buttlift ist am höchsten von allen Schönheitseingriffen, ne? Also ich glaube, das ist wirklich so, wow, so irgendwie 1 Promille oder so. Also 1 pro 1000, 1 pro 2000, irgendwas in dem Bereich. Bin mir nicht ganz sicher. Also es ist jetzt nur so ein, ist jetzt keine Stat, die ich gesagt habe, sondern es ist mehr so ein irgendwas, da war das doch. Oder, Fragezeichen, war mehr so eine Frage. Ungewöhnliches, wow, ins 1 zu 3000 haben jetzt mehrere geschrieben. Und wenn es mehrere schreiben, dann ist es richtig. Ausland zu fahren und sich etwas machen zu lassen. Übrigens bin ich jetzt hier nicht der moralische Kompass dafür, welche Eingriffe oder ob ihr Eingriffe an eurem Körper vornehmen müsst. Das ist jetzt ja auch nicht irgendwie eine Animation dazu, sich operieren zu lassen. Aber ich habe selbst Operationen hinter mir. Also Bruststraffung, Ohren anlegen. Sascha, was ist da los bei deinem Ohr? Ich bin nicht hier. Das hängt ihm hinterher. Hier zum Judgen, mir ist das ehrlich gesagt scheißegal. Von daher... Das wird Sascha nicht mehr vergessen so schnell. Lasst euch reinspritzen, was ihr möchtet. Auch vielleicht nach einem netten Abend im Club. Es gibt viele Arten. Sascha schon im Fronti-Modus, ne? Also Sascha ist schon richtig im Fronti-Modus jetzt gerade, habe ich das Gefühl. Sie spricht so ruhig, aber sie ist so richtig, sie ist am Shots feiern. Sie ist schon richtig am Shots feiern. Wir sind gerade 1 Minute 53 im Video und es wurde schon einiges an Shots gefeiert. Von OPs. Brustvergrößerung, Verkleinerung, Straffung, Fettabsaugung, Haartransplantation, Zahnkorrekturen und all diese Dinge werden in den meisten Fällen nicht von der Krankenkasse übernommen. Das ist natürlich ein Fall für sich. Man kann diskutieren, inwiefern das sinnvoll ist. Auch, dass man für eine Brustverkleinerung kämpfen muss, ist auch schon krass. Aber was ich halt am schlimmsten finde, ist, dass man für seine Zähne kämpfen muss. Beispielsweise für Zahnimplantate, denn diese werden von der Krankenkasse in den meisten Fällen nicht übernommen. Natürlich gibt es hierbei Zusatzversicherungen und Zuschüsse.
Zuschüsse von Krankenkassen, jedoch kann der Eigenanteil immer noch erheblich hoch sein, vor allem wenn mehrere Zähne ersetzt werden müssen und wenn man vorher keine Zusatzversicherung abgeschlossen hat, kann das sehr viel Geld werden. Die Kosten sind im Ausland günstiger und das zum vermeintlich gleichen Standard. Und so locken die Länder ihre Kunden oft mit Dolmetschern, günstigen Preisen, tollen Hotelangeboten und Pauschalreisen. Wie rentiert sich das Ganze im Ausland? Das ist aber schon, ich finde, das ist so eine krasse Red Flag, dass Leute sagen, hey, du kriegst das Allround-Paket mit Urlaub und Schönheits-OP. So, einfach, es sind so zwei Sachen, die nicht zusammen müssen. Das zu kombinieren in ein Paket ist irgendwie schon eine Red Flag. Ausland. Och, was für ein Name. Warum haben Operationen im Ausland einen so schlechten Ruf? Ich beziehe mich hierbei auf den Medizintourismus in Ländern. Eine Brücke von 4 Zähnen kostet 1600 Euro ohne Versicherung. Das ist nicht viel. Ich weiß nicht mal, was eine Brücke von 4 Zähnen ist. Also ist das praktisch, wenn du 4 Zähne nicht hast, da dann so eine Gruppe von 4 Zähnen, so, dass es so einsetzbar ist. Ist das eine Brücke von 4 Zähnen? Habe ich gerade 1400 Euro gesagt. Es stand 1600 Euro da. Und das Ding ist, 1600 Euro nicht viel, kommt darauf an, wie viel Geld du hast, ne? Also das muss man sich halt immer vor Augen halten. Für dich ist vielleicht 1600 Euro nicht viel, aber es gibt Leute, die leben von Paycheck zu Paycheck so. Und da ist dann 1600 Euro hittet dann schon sehr, sehr hart. Einige Leute pissen 1600 Euro im Chat, wie ich sehe. Ja, finde ich auch gut. Finde ich auch sehr, sehr gut, dass die gepisst werden. Ländern wie Tschechien, Türkei, Bulgarien, sowas in die Richtung. Wie gerade erwähnt, habe ich ja selbst Erfahrungen mit einem Eingriff im Ausland und zwar mit meinem Zahnimplantat. Denn dadurch, dass eben das Zahnimplantat so enorm teuer war und ich halt eben nicht das notwendige Geld für dieses Implantat hatte, habe ich mir das in der Ukraine machen lassen und zwar letztes Jahr. Ich habe mir heute direkt etwas von SPRK gegönnt, freue mich schon mega drauf. Und deswegen auf eurer Website wirbt ihr damit, dass eure Produkte nachhaltig und fair sind? Kannst du mir kurz etwas dazu sagen? Ja, ich kann sogar mehr auf die Website schreiben. Also ich glaube, das ist heute noch nicht online gegangen. Wir wollten so eine Unterseite machen, wo wir nochmal mehr erklären und mehr ausführen darüber, wo die ganzen Sachen herkommen, wo sozusagen die Rohstoffe herkommen, wo daraus Stoffe gemacht werden, wo das weiterverarbeitet wird und so. Und das wollten wir ganz ausführlich auf der Website machen, aber ich glaube, wir haben es nicht mehr für heute geschafft. Ich war halt bis gestern Nacht noch im Urlaub, deswegen ich guck mal morgen, ob ich das klären kann, weil das ist mir auch ein wichtiges Anliegen, da Klarheit und Transparenz zu haben. Aber habe ich auf dem Schirm. Halb auf dem Schirm. Guck einfach die nächsten Tage nochmal auf die Spark-Store-Seite, weil da wollten wir definitiv so eine Unterseite für machen. Informiert und bin Sinn. Dann da in eine Zahnklinik gegangen und habe seitdem mein Implantat und das ist wunderbar. Es wurde von deutschen Zahnärzten bestätigt, dass alles super ist und dass es gut eingesetzt wurde und dass es super aussieht. Und ich habe mal einen Kommentar unter meinem Video gelesen, dass jemand geschrieben hat, dass die Person es super finde, dass ich zu meinem Zahnimplantat stehe, weil das irgendwie der anderen Person peinlich ist. Schämt euch nicht für eure Zahnimplantate, diese Dinger sind so teuer. Ich meine, in den meisten Fällen kann man ja auch nichts für. Man kann nichts dafür, wenn dieser Zahn unten verfault. Ich habe extrem viele Wurzelbehandlungen gehabt. So, und ich schweife jetzt wieder ab. Das heißt, Schönheits-OPs im Ausland kann man nicht per se schlecht reden. Viele Kliniken und Unternehmen etablieren sich auch im deutschen Raum durch eben zielgerichtete Werbung auf Instagram. Wow. Seitens Elite Hair, diese komische türkische Zahnanbieter da, der für alle irgendwie die Zähne macht. Was? Wow! Hat der nicht auch, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ist der nicht auch, hat der nicht komplett gebottet alles? Der Dude hier. Was ich an Elite Hair tatsächlich so toll finde. War eine Frage, keine Unterstellung. Die haben anscheinend gar keine Ansprüche an irgendwie Kooperationspartnern, denn selbst ich habe eine Kooperationsanfrage von Elite Hair bekommen. Und ich will nicht irgendwie jetzt überheblich klingen, aber meine Haare sehen halt nicht nach Halbglatze aus, ne? Vor allem Zähne im türkischen Raum sind sehr, sehr beliebt. Hierzu haben. Ja, wäre jetzt auch nicht, also ich glaube, es sind einfach Massenmails, die sie rausschicken. Also ich glaube nicht, dass sie sich vorher die Frage stellen, wer hat denn eine Halbglatze oder so. Habe ich mal ein ganzes Video gemacht. Und so machen einige deutsche Influencer Werbung für türkische Kliniken und vor allem für eine Klinik, welche mit weißen Zähnen lockt und dir deine Zähne kaputt macht. Und wem das noch nicht reicht.
Ich finde, das ist so das Schlimmste. Wenn ich sehe, wie. Warte. Für eine Klinik, welche mit weißen Zähnen lockt und dir. Das da. Dieses Ding. Das finde ich so schlimm. Das finde ich, wenn ich das sehe, ich finde das so schlimm, das zu sehen. Und dir deine Zähne kaputt macht. Und wem das noch nicht reicht, Po-Vergrößerung in Istanbul. Wow. Oh. Die Vorteile sind also enorm. Bei meist gleicher Qualifikation musst du weniger Geld zahlen. Wie genau rentiert sich das aber? Bei Haartransplantationen in der Türkei können enorme preisliche Unterschiede stattfinden. Das muss nicht unbedingt heißen, dass es schlechter ist, sondern einfach, dass die Kosten im Land niedriger sind im Vergleich zu Deutschland. So können die Lohnkosten des Arztes, die Unterbringungskosten, also auch die Materialkosten niedriger sein im Vergleich. Bei der richtigen Recherche kann sich also ein Eingriff im Ausland definitiv lohnen. Wenn man Instagram glaubt, liegt der Vorteil auch noch bei einer schönen Reise. Es ist so eine Red Flag, ne? Denn ganz oft wird das in Pauschalreisen angeboten. Der Flug, Hotel, als auch die Behandlungskosten sind alles inklusive. Es wird sich um alles gekümmert, ihr müsst euch um nichts kümmern. Die Nachteile können dagegen aber auch enorm sein. Wie bei allem, wofür geworben wird, ist Vorsicht besser als Nachsicht. Das heißt, es liegt also in eurem Interesse, sich über die Dinge zu informieren, für die andere Leute werben. Denn gerade anhand von Beispielen in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass einige Eingriffe in Deutschland so gar nicht erst durchgeführt werden. Warum hast du so weiße Zähne? Ich habe nicht so weiße Zähne, glaube ich. Weiß ich nicht. Sind das nicht normal weiße Zähne? Habe ich nicht normal weiße Zähne? Also ich hab mal so einen Zahn, wie heißt das, beim Zahnarzt, so Bleaching, heißt das Bleaching, beim Zahnarzt gemacht. Aber das ist auch schon wieder Jahre her. Ich bin viel zu selten beim Zahnarzt. Also immer, wenn ich beim Zahnarzt bin, das ist so alle 2 Jahre, dann schimpft sie mit mir und sagt, das ist nicht oft genug. Und dann guckt sie meine Zähne und sagt, ja, okay, sieht ja ganz okay aus, Mensch. Und dann sagt sie aber, du musst Zahnseide benutzen. Sie sagt immer, du musst Zahnseide, du kannst nicht keine Zahnseide benutzen. Und dann sage ich immer, ha, ja, stimmt, ich glaube, jetzt, wo sie es sagen, ab jetzt werde ich Zahnseide benutzen. Natürlich benutze ich keine Zahnseide, so. Wer benutzt denn Zahnseide? Das ist ja absurd. Ich putze mir die Zähne. So. Ist irgendwie weird. Aber ja. Ja. Ich hatte tatsächlich auch im Vorhinein Termine mit deutschen Zahnärzten, die auch immer zu mir gesagt haben, dass. Ihr benutzt Zahnseide? So eine Behandlung wirklich niemals crazy. Korrekt wäre, moralisch alleine schon inkorrekt wäre. Und wegen den gesunden Zähnen, die zu zerstören, das macht man einfach nicht, würde kein deutscher Arzt jemals tun. Vor allem ist das Problem hier, dass das eben als Erholungsurlaub dargestellt wird. Ja, du hast alles inklusive und dann kommst du dahin und dann machst du dir schön alles, ist doch alles super. Aber das ist irgendwie das falsche Signal, meiner Meinung nach. Ja, 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 da stimme ich Saschka zu. Denn es ist immer noch ein Eingriff, es ist eine Operation, egal ob es eine Haartransplantation ist oder eben eine Po-Vergrößerung oder Brustvergrößerung. Und hier wird meiner Meinung nach vergessen, worum es in diesem Urlaub geht, dass du dich einem Eingriff unterziehst, egal welcher Art. Aber es ist so, ja, und ich komme hier hin, ich mache ein paar Fotos und ein paar Videos und dann sind alle happy und dann fliege ich nach Hause. Hey Leute, okay, es ist endlich soweit. Ich kann es euch sagen, ich bin in Istanbul für meine BBL-OP. Ich bin gerade in Klinika mit den ganzen Leuten hier. Und wenn aus 3 Tagen Kurzurlaub auf einmal 3 Wochen Urlaub werden, Urlaub, weil etwas schiefgelaufen ist und du für die Nachsorge da bleiben musst, dann würde ich mal gerne wissen, inwiefern darauf die Klinik reagiert. Denn ich glaube, dass sie daraus mit Sicherheit kein Reel machen. Wie sieht es denn mit den Qualitätsstandards aus? Wer in Deutschland einen Eingriff an seinem Körper vornehmen lassen möchte, der muss sich an einen Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie wenden. Denn der Begriff Schönheitschirurg ist tatsächlich nicht geschützt und jeder könnte sich so nennen. Und wenn man sich dort... Was? Begriff Schönheitschirurg ist tatsächlich nicht geschützt und jeder könnte sich so nennen. Und wenn man sich deutsche Kliniken anguckt im Bereich der...
du kannst dich Chirurg nennen, Schönheitschirurg, also das ist ja, puh. Der Schönheitschirurgie wird man oft sehen, dass Ärzte aufgereiht sind mit Namen und akademischer Laufbahn und so, dass man sich eben transparent informieren kann über die Ärzte, die dort praktizieren. Wenn ich mir jetzt gehypte türkische Webseiten anschaue, wie beispielsweise von Elite her, sehe ich einen Mann. Einen Mann, der zuständig ist anscheinend für alles. Das ist der, der dort angeblich alles operiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er dann nicht alle Haartransplantationen. Stimmt, das ist immer in derselbe Dude. Wahrscheinlich von bekannten Menschen eher. Ich glaube eher, dass das eine Massenabfertigungsmaschine da ist, denn das wird oft in Rezensionen beispielsweise gesagt, dass man da halt eben nur abgefertigt wird und das hat nichts mit einem persönlichen Kundenkontakt. 100 Leute am Tag! Oh mein Gott, Digga. ...zu tun. Krass. Und das ist halt ein bisschen das Problem, dass man sich irgendwie in der Hinsicht gar nicht informieren kann, wer operiert da ein. Krass. Krass. Denn wenn man da hinkommt und du hast einen Arzt vor dir stehen und der erzählt dir irgendwas, ja, kann kompetent klingen, aber ich weiß nicht, welche Erfahrung er hat, weiter ist er geht's. Dafür vernünftig ausgebildet. Darüber kann ich mich nicht informieren. Und das ist schon ein großer Unterschied, denn auf den meisten Seiten sollten eigentlich die Ärzte aufgeführt werden, die euch behandeln. Natürlich können wir die schlechten Beispiele im Inland. Ich habe Merch von Hobbylos. Was ist denn Merch von Hobbylos? Gibt es das irgendwo? Hobbylos-Merch? Oder selber gemacht? Wahrscheinlich selber gemacht, oder? Gibt doch keine Seite, wo man Hobbylos-Merch kaufen kann. Nicht auslassen. Beispielsweise der Fall Duygu und Lara. Damals gab es eine sehr gehypte Instagram-Seite, die damit geworben hat, Unterspritzungen zu machen. Es gibt illegalen Hobbylos-Merch? Nee, die meisten schreiben selber gemacht. Selber gemacht könnt ihr so viel Hobbylos-Merch machen, wie ihr wollt. Lippenunterspritzungen, also Hyaluron oder genau, direkt wegstriken. Botox in die Stirn, Nase oder Jawline. Die Rede ist von Lara G. und ihrer Cousine Duygu Ö. Im Internet bieten sie ihre Dienste an. Die Influencerinnen geben sich als Heilpraktikerinnen aus und spritzen ohne jede Qualifikation Hyaluron in Hatices Nase. Es hat ziemlich geschmerzt, geblutet hat es und da hat es auch angefangen, schon weiß zu werden um meine Nase. Der Albtraum beginnt. Kopfschmerzen, Fieber, Zittern. Die Nase beginnt sich zu verfärben. Irgendwann ist rausgekommen, dass die gar keine Berechtigung dafür hatten, Leuten irgendwas zu unterspritzen und sich vor allem auch nicht an die hygienischen Standards gehalten haben und auch wohl irgendwie mal in einem Club gespritzt haben. Dom Perignon könnt ihr rumspritzen da, ne? Aber nicht mit Hyaluronsäure. Wer sich... Ey, das war doch mal so eine Doku, wo auch ein Arzt erzählt hat, wie extrem viel schiefgehen kann, wenn man irgendwas in die Stirn oder Nase oder so in den Bereich irgendwie reinspritzt, dass wenn du da irgendwie ein falsches Äderchen triffst, dann kann schon die ganze Stirn absterben so. Also nicht richtig informiert wird auch in Deutschland auf Pfuscher treffen. Das heißt, man kann es nicht spezifisch auf ein Land zuschreiben, sondern auf die Recherche, Erfahrungsbericht. Ja, ohne Scheiß, weil gerade ein paar irritiert sind. Es ist Real Talk, hat das der Arzt gesagt, dass das wirklich, dass so ein ganzer Bereich sich dann schwarz verfärbt und abstirbt, weil eine Spritze falsch gesetzt wurde. So, also das ist halt literally eine Sache, die passieren kann. Berichte und eine gute Klinik zu finden. Also denkt echt drüber nach, bei wem ihr irgendwie sowas machen lässt. Kann sehr frustrierend sein. Und so wird die Instagram-Werbung zum Fluch. Obwohl Werbung an sich per se nichts Schlechtes ist und es einem hilft, gute Kliniken zu finden und sich darüber zu informieren. Doch wie sieht das eigentlich aus mit Werbung auf Instagram und sozialen Netzwerken für Kliniken, Vorher-Nachher-Bewerbungen von Eingriffen? Laut dem Bundesgesundheitsministerium ist das Ganze eigentlich verboten. Und das Heilmittelwerbegesetz enthält bereits ein Verbot der Werbung für operative, plastisch-chirurgische Eingriffe mit vergleichenden Darstellungen des Körperzustandes oder des Aussehens vor und nach dem Eingriff. Ach so, ja, stimmt. Man darf nicht zeigen vorher-nachher. So vorher-nachher-Bilder darf man nicht zeigen. Chirurgische Eingriffe dürfen nicht beworben werden, auch nicht Vorher-Nachher-Eingriffe, da es einfach Jugendliche enorm beeinflussen kann. Tatsächlich findet man diese Vorher-Nachher-Abbildungen extrem oft. Also ich habe da keine Probleme, das zu finden, auch deutsche Webseiten. Hier kann ich mir aber vorstellen, dass es einfach Ausnahmen gibt, weil es wahrscheinlich keine chirurgischen Eingriffe sind, sondern Unterspritzungen und ja, es ist halt in dem Sinne nur eine Spritze, aber auch hinsichtlich Brust oder Po-Vergrößerung findet man auch extrem schnell Vorher-Nachher-Bilder. Ich meine, auch türkische Webseiten machen mit deutschen Influencern Werbung für. Wahrscheinlich ist...
Es finde ich, es ist so krass, dass sowas geinfluenced wird, dass das einfach dann auf Social Media, und ich meine, das sehen erwachsene Leute, das sehen aber auch Kinder. So, das sehen auch Leute, die 13 sind, das sehen auch Leute, die 15 sind, das sehen auch Leute, die 10 sind. So, und das ist halt krass. Das eine Grauzone richtig erklären, kann ich mir das tatsächlich. Ich glaube, es richtet schon genug Schaden an bei Leuten, die erwachsen sind, aber Digga, wenn du so aufwächst. Sicher aber nicht. Unter nicht einigen gut. Beiträgen von Kliniken, die mit Vorher-Nachher-Bildern werben, ist meistens auch immer nur eine Frage zu finden, und zwar, wie viel kostet das Ganze? Klar, es liegt jetzt im Auge des Betrachters und die finden das schön in dem Moment, aber dass das die einzige Frage ist, kann es tatsächlich nicht sein. Der mitgrößte Nachteil bei einem Eingriff im Ausland ist die fehlende Nachsorge. Eingriffe am Körper müssen eine gute Nachsorge bekommen, da die Nachsorge genauso wichtig ist wie der Eingriff selbst. Denn es muss gut verheilen können, es muss drüber geguckt werden und bei Problemen muss sofort reagiert werden. Wenn es Komplikationen gibt, muss der Arzt vor Ort sein, man muss ihn erreichen können, damit schnellstmöglich gehandelt wird und so eben weitere Komplikationen vermieden werden können. Doch was, wenn es sich nur um einen Kurztrip handelt und ihr nach maximal einer Woche mit eurer Nasen-OP, euren neuen Zähnen oder eurer Puffervergrößerung nach Hause müsst? Nach einer missglückten Operation in Tschechien sahen die Ärzte sich nicht gezwungen einzugreifen und wer die Ärzte... Was? Medizintourismus in Tschechien, böses Erwachen nach der Schönheits-OP. 10.000 Menschen kommen jedes Jahr nach Tschechien, um sich den Busen vergrößern, die Lippen aufspritzen oder die Zähne richten zu lassen. Gemessen am Preis scheint das klug. Wer allerdings völlig verfuscht zurückkommt, bereut die Entscheidung. Zu allem Überfluss hält das tschechische Recht noch einen besonderen Hammer bereit. Tschechien sahen die Ärzte sich nicht gezwungen einzugreifen und wer die... Möchten geschädigte Patienten nach dem missglückten Eingriff zu ihrem Recht kommen, müssen ihre Anwälte den Fall in tschechischer Sprache vortragen. Wird die Kommunikation in Deutsch geführt, besteht für die Ärzte keine Pflicht, auf das anwaltliche Schreiben zu reagieren. Für Patienten aus dem Ausland stellt dies natürlich einen nicht zu vernachlässigen Nachteil dar. Ja, obviously. Dann bist du da, bist verfuscht und musst irgendwie jetzt auf Tschechisch einen Anwalt kriegen. Und wenn das nicht ist, dann wartest du halt. Da bist du richtig am Arsch. Ja, richtig am Arsch. Die Ärzte verklagen wollte, der hat nicht mal eine Antwort bekommen, wenn das Ganze nicht auf Tschechisch war. Denn die Ärzte in Tschechien sind nicht verpflichtet zu antworten, wenn es auf einer Fremdsprache ist. Und die Devise der Ärzte ist, wer sich eine günstige OP in Tschechien leisten möchte, wird... Einfach selber Anwalt sein. Ja, selbst wenn du selber Anwalt bist, du kannst ja kein Tschechisch. Also hilft dir ja ganz wenig. Wahrscheinlich nicht viel Geld haben, um einen teuren Streit mit dem Anwalt durchzuziehen. In Deutschland gibt es eine Arzthaftung, beispielsweise bei einem Behandlungsfehler. Da kann der Patient Schadensersatz fordern, wenn es zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung Falls nach einem Eingriff Probleme auftreten oder Verdacht auf einen Behandlungsfehler besteht, können PatientInnen Einsicht in die Patientenakte nehmen und sich hiervon Kopien erstellen lassen. Damit können sie mögliche Dokumentationsmängel erkennen und die Arbeit eines eventuell zu beauftragenden Anwalts beschleunigt werden. Ja. Da kann der Patient Schadensersatz fordern, wenn es zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung durch die Operation kommt. Das heißt, nur weil es euch nicht gefällt, heißt es nicht, dass ihr auf einmal den Arzt dafür haftbar machen könnt. Aber wenn es zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung kommt, wie beispielsweise Entzündungen, Lähmungen... Eine Operations- oder Behandlungsfehler kann mit Schmerzensgeld entschädigt werden, wenn durch den Arzt beim Eingriff die geforderten Qualitätsstandards einer sachgerechten Versorgung unterschritten hat. Ich finde, ein kritischer Punkt an dem Ganzen ist auch, dass Schönheitsideale gepusht werden, die für so viele psychische Probleme sorgen, die es nicht geben sollte. Ja, das glaube ich auch. Also es ist ja auch nachgewiesen, dass der Konsum von Plattformen wie Instagram oder so dafür sorgt, dass man sich schlechter und hässlicher fühlt. Es ist einfach so abgefuckt. Es ist so tierisch abgefuckt. Es ist einfach heavy. Ja, danke dir, Eier. Tod, dann erhält man tatsächlich Schadensersatz. Bei Eingriffen im Ausland seid ihr tatsächlich auf euch gestellt. Da habt ihr keinen Anspruch auf Schadensersatz oder andere Forderungen. Ihr könnt euch vorher absichern, indem ihr die Gewährleistung nach deutschem Recht festlegt. Ob der Arzt im Ausland dem Ganzen zustimmt, ist eine andere Frage. Vorteile sind beispielsweise Zeugen und schriftliche Zusagen. Lena Glemms hat in ihrem Video selber erzählt, dass sie 2 Stunden hatte, um sich zu entscheiden, ob sie diese Prozedur haben wollte oder nicht. Und ich hatte dann im Endeffekt 2 Stunden
Stunden Zeit, mich zu entscheiden, hey, mache ich das jetzt wirklich? Und irgendwie, ich sage ehrlich, ich war sehr unsicher. Ich dachte mir, okay, es ist so ein großer Schritt, aber dann dachte ich mir, ich bin jetzt schon hingeflogen und jetzt muss ich es auch irgendwie durchziehen. Und das ist natürlich ein grober Fehler, denn als Arzt hast du eben die Aufklärungspflicht. Stimmt, das ist schon auch ein psychologischer Effekt, ne? Wenn du erst sagst, hey, kommt hier hin, dann könnt ihr immer noch sagen, dass ihr es nicht wollt, ne? Ihr lasst euch hier erstmal untersuchen und dann beschreibe ich dir, was ich machen würde und dann kannst du immer noch nach Hause fahren. Dann hast du ja die Sunken Cost Fallacy. Das ist sozusagen ein Fehler in unserer Einschätzung. Ne? So eine Fallacy ist immer ein Fehler in der Einschätzung. Und die Sunken Cost Fallacy ist, wenn du schon in etwas was investiert hast, dann fällt es einem schwieriger zu sagen, nee, ich will das doch nicht haben. Weil du hast ja schon was da rein investiert. Zeit, Geld, ne? Für die Reise, die Zeit und so. Und deswegen fällt es dir schwieriger, das nicht zu tun dann. Ist ja klar. Also es hat einen psychologischen Effekt. So. Und du musst einem Patienten mindestens einen Tag Zeit lassen, um sich darüber Gedanken zu machen, ob er es wirklich möchte oder nicht. Ohne vernünftige Aufklärung in der Türkei, obwohl man mehrfach in Deutschland aufgeklärt wurde, dass das Ganze kein gutes Verfahren für gesunde Zähne ist, musste sie sich also innerhalb von 2 Stunden entscheiden, ob sie diesen Eingriff vornehmen lassen möchte oder nicht. Spricht das für den Ruf der Klinik oder eher dagegen? Rhetorische Frage. Eine Pfandfrage. Wenn man jedoch eine Pauschalreise bucht und die wahrscheinlich schon im Vorhinein bezahlt hat, hat man das Problem, dass man im Hinterkopf hat, okay, ich bin jetzt schon hier, ich muss es eigentlich durchziehen. Genau wie es bei Lena Glams der Fall war. Und es ist keine gute Voraussetzung für einen Eingriff, der dein Leben beeinflussen kann. Und was vor allem wichtig ist, sich sicher zu fühlen, dass ihr euren Arzt erreicht, dass ihr eine persönliche Sprechstunde habt, dass ihr euch aufgehoben fühlt und dass ihr euch vor allem nicht wie in einer Massenabfertigung fühlt. Wenn man eben einen großen Eingriff hatte und es zu Komplikationen kommt und man sich dann im Stich gelassen fühlt, dann ja, spricht das eben nicht für die Klinik. So möchte ich aber zum Ende nochmal sagen, Pfuscher gibt es in jedem Land, egal ob Deutschland, Osteuropa, Westeuropa. Es hängt immer von der Recherche ab, von den Erfahrungsberichten, wie ihr euch in der Klinik wohlfühlt, ob ihr ein gutes Gefühl habt oder. Nur auf den günstigen Preis zu achten, sollte nicht eure Priorität sein, sondern dass ihr mit dem bestmöglichen Ergebnis rausgeht. Ich finde es schön, dass Sascha, auch wenn es mir mega leid tut, dass ich immer, wenn ich Pause mache, dass es so ein blöder Stillframe ist, dass sie so differenziert ist, finde ich schön. Ich finde das sehr, sehr gut, wie sie das macht. Gute Qualität und professionelle Menschen im Ausland geben kann, beweist mein Zahnimplantat. Ja! Jedoch wer sich auf eine Pauschalreise einlässt mit allem drum und dran und ja, ihr werdet so happy sein und ihr werdet gar keine Schmerzen haben und es wird alles super sein, ja, der sollte dann vielleicht doch ein bisschen mehr hinter die Kulissen blicken, anstatt einfach nur blind einer Werbung zu vertrauen. Kennt ihr denn Leute, die Eingriffe im Ausland hatten, egal welcher Art? Oder habt ihr vielleicht selber sogar schon mal einen Eingriff im Ausland durchführen lassen? Oder auch im Inland? Erzählt mir von euren positiven als auch negativen Erfahrungen. Hey, ich finde es sehr, sehr gutes Video von Sascha. Sehr differenziert, sehr, 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 sehr informativ, voll die guten Punkte drin. Und ja, ich finde, Sascha sollte man einfach auch mal subscriben. Das lohnt sich sehr. Ich finde das gut. Ich finde das erhaben. Ja, erhabenes Video, erhabene Sascha.